Gerade als sie im Auto in Ruhe etwas essen wollte, kommt jemand und zerbricht ihren Traum von diesem leckeren Sandwich. Manchmal sehen ganz normale Situationen seltsam und sogar beängstigend aus, wenn man nicht weiß, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Sogar ein frisch gewischter Boden könnte das erste Glied einer Kette tragischer Ereignisse werden. Dieser Typ hatte trotzdem eine schöne Pause. Es sind nur ein paar kleine Beulen. Wenn ihr mit einem Mann zusammenlebt, macht euch bereit, seine Socken überall zu finden. Am Anfang ist es noch lustig. Und sogar zum Lachen. Aber irgendwann macht es euch verrückt. Hey du! Ja, ich rede mit dir. Du bist ja so dünn. Wie wär's mit einem Happen? Ich tu dir auch nichts. Sei nicht so bescheiden. Nimm mehr. Das sind wohl Möwen. Während er sich einen guten Film anschaut, kann er alles essen. Sogar Scharfes und sogar extra Scharfes. Was ist hier los? Ich hatte keine Ahnung, dass du so empfindlich bist. Sie ist heute extra eine Stunde eher aufgestanden, um ihr Make-up perfekt zu machen. Und alles ist wieder ruiniert. Sie macht ein Dutzend neue Bilder, um sie später dann zu posten. Und das währenddessen ihr Auto repariert wird.
Während sie sich auf ein Date vorbereitet, bleibt sie trotzdem ziemlich gelassen. Eine verdächtige Person zu sehen, reicht aus, um jeden zu erschrecken. Selbst die mutigste Frau. Sie ruft bereits zum 5. Mal an, um über ihren neuen Freund zu sprechen. Ups! Er muss es schnell sauber machen, bevor sie es merkt. In einer Handtasche einer Frau sind manchmal echt seltsame Sachen drin, sogar ein halber Burger. Das Wochenende im Garten zu verbringen ist echt schön. Weit weg von der lauten Stadt. Jemand will einfach den Sonnenschirm wegnehmen. Mädchen tun alles, damit sie jung aussehen. Dieser Typ ist eindeutig sehr beliebt. Das war nur ein Traum? Dann träume ich mal weiter. Aber ein anderer Traum kann auch unheimlich werden. Es ist wieder Zeit, den Weihnachtsbaum loszuwerden. Er muss nur noch eingepackt werden. Was machen die da? Was ist da drin? Wenn sie ein neues Smartphone hat, kümmert sie sich mehr darum als um ihre eigene Gesundheit. Bitte sei nicht kaputt! Bitte sei nicht kaputt! Puh, es ist noch ganz. Für viele Menschen ist ihr Auto ein zweites Zuhause. Und auf dem Weg zur Arbeit erledigen einige Frauen nützliche Dinge. Und sie können sogar die Straße im Auge behalten. Hat euch unser lustiges Video gefallen?
Abonniert unseren Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat und schlagt auf die Glocke, damit ihr kein Video von Warmotion verpasst.